dass der Streak ist mit 5 Zoll Bildschirmdiagonale das kleinste unserer getesteten Modelle. Man muss auch sagen, es ist das simpelste, zumindest vom Design her, denn wie man sieht an der Seite sind solche Abrundungen. Es ist alles in Schwarz gehalten, sodass ein Kontrast kaum vorhanden ist. Einzige Highlights sind die beleuchteten Softkeys, die natürlich auch kapazitiv sind, sodass man durch leichte Berührung eine Aktion auslösen kann. Hier oben ist der Lautsprecher zum Telefonieren. Hier die Frontkamera daneben, sieht man noch nicht so gut, doch jetzt ein Helligkeits- und Annäherungssensor. An der Unterseite befindet sich der Dock-Connector zum Anschluss an den PC und zum Aufladen des Akkus. Auf der anderen Seite ein paar weitere Tasten, nämlich unter anderem die Lautstärke-Wippe, die direkt neben dem 3,5 mm Audioanschluss platziert ist. Hier die Standby-Taste und da befindet sich noch der Auslöser für die Fotokamera. Übrigens sind zwei Stufen auslösbar, sodass man auch fokussieren kann, indem man ihn leicht andrückt. Auf der Rückseite interessanterweise befindet sich hier im Gegensatz zu den anderen beiden Tablets, die mit etwas größeren Bildschirmdiagonal aufwarten, eine Klappe, die sich öffnen lässt, sodass der Akku zum Vorschein kommt. Das zeige ich gleich noch einmal. Hier oben der Bereich für die Kamera, die 5,0 Megapixel Linse zusammen mit zwei LEDs. Und auf dieser Seite sieht man noch, dass hier ein Mikrofon versteckt ist, ein ganz kleines, eher unübliche Stelle, aber eignet sich dadurch auch noch zum Telefonieren. Wenn man jetzt die Rückseite betrachtet, kann man unter dem Dell-Logo hier den Akku zum Vorschein kommen lassen, indem man das einfach so aufschiebt. Und dann hat man Zugriff auf die SIM-Karte, die hier reinkommt bei herausgelassenem Akku und die Micro-SDHC-Karte, bei der schon ein 16 GB Exemplar eingesteckt ist ab Werk. So viel zum Dell Streak. Machen wir weiter mit dem nächsten Modell. Samsung hat das Galaxy Tab ziemlich schlicht designt. Bis auf den recht breiten Rahmen befindet sich kein Designmerkmal auf dem Gerät, zumindest auf der Vorderseite, denn das Display soll im Mittelpunkt stehen und das hat Samsung auch recht gut hinbekommen, wie übrigens bei der anderen Kontrahenten auch. Die einzigen Merkmale vorne sind diese kapazitiven Softkeys, die auch auf Berührung reagieren, wie beim Dell Streak beispielsweise. Hier das Samsung-Logo und die Frontkamera, mit der man in VGA-Auflösung Videotelefonie durchführen kann. An der Seite hier ist zum Beispiel ein kleines Mikrofon. Wenn man doch mal im Freien da reinbrüllen möchte, dann kann man das tun. Ersatzweise kann man hier allerdings auch ein Headset anschließen oder einfach einen Kopfhörer, um damit Musik zu hören oder Filme zu schauen. Auf der anderen Seite, nämlich auf der rechten Seite bzw. oben, ist der Standby-Knopf, der leider einen etwas schwachen Druckpunkt hat. Da merkt man manchmal nicht genau, wo bin ich und was mache ich hier eigentlich. Hier ist die Lautstärke-Wippe, die hingegen ist ziemlich knackig. Das fühlt sich sehr gut an. Hier ist die Micro-SDHC-Schublade und daneben gleich die Schublade für die SIM-Karte. Hier passt eine normal große SIM rein und hier in der Micro-SDHC-Schublade ist, wenn man das 32 GB Modell des Galaxy Tab kauft, bereits eine 16 GB Karte drin. Rückseitig ist alles in weiß gestaltet. Hier oben ist außerdem die 3 Megapixel rückseitige Kamera. Daneben eine LED-Leuchte, wenn man in kleinen Räumen beispielsweise mal etwas Licht haben möchte, für Fotos oder ähnliches. Der Galaxy Tab Schriftzug ist in hellem Grau gehalten. Das wirkt ziemlich edel, auch wenn alles sowohl vorderseitig als auch rückseitig aus Kunststoffen besteht. Recht schade ist das schon, denn gerade im Vergleich zum Konkurrenten iPad, der etwa gleich teuer ist, hat Samsung natürlich da ein bisschen gespart auf Kosten des hochwertigen Eindrucks. Aber man muss sagen, schick ist das Galaxy Tab allemal und im Alltag fässt es sich auch ziemlich gut an. Es ist jedenfalls nicht einmal aus der Hand gerutscht oder ähnliches, trotz der recht glatten Rückseite. Das spricht zumindest für die Haptik des Galaxy Tabs. Und jetzt schauen wir uns mal das iPad an.
Das ist das iPad mit knapp 10 Zoll, nämlich genauer gesagt 9,6 Zoll Bildschirmdiagonale. Ist es das größte unserer getesteten Tablets und wahrscheinlich auch die reinste Form eines Tablets in diesem Sinne, denn es hat nicht die Möglichkeit, damit Telefonate zu führen. Allerdings handelt es sich hier im Gegensatz zu der von uns bereits im Frühjahr getesteten Variante um das 3G-Modell. Das heißt, hiermit lässt sich per UMTS im Web surfen. Die Eigenheit, die das mit sich bringt, kann ich direkt mal vorführen, denn auf dieser Seite ist ein kleines Schubfach für die Micro-SIM-Karte. Heißt also, da lassen sich keine normalen SIM-Karten einbauen, sondern es muss vom Provider eine Micro-SIM-Karte angefordert werden. Ansonsten gleicht es dem iPad mit reinem Wi-Fi. Hier befindet sich allerdings jetzt eine Leiste, die dafür da ist, dass die Antennen besser funken können, denn diese ist aus Kunststoff im Gegensatz zum Aluminium-Body im gebürsteten Design. Hier das große Apple-Logo wieder drauf, typisch. Und hier noch einige Kleinigkeiten zum Modell. Man sieht, es ist ziemlich flach und hinten ein abgerundeter Rücken. Der Rahmen ist im gleichen Alu-Look wie die Rückseite gefertigt, denn das ist alles ein einziges Bauteil. Unten befindet sich auf der rechten Seite der Lautsprecher, daneben der Dock-Connector-Anschluss, ebenfalls zum Aufladen und Kopieren, zum Beispiel von iTunes-Inhalten auf das Gerät. Hier die einzige Taste, die man tatsächlich häufig benutzt, mal abgesehen von der Standby-Taste hier oben, die braucht man natürlich auch gelegentlich mal, aber hier unten der Home-Button, damit kann man es erstens aktivieren und zweitens kommt man damit auch wieder auf den Homescreen und bei Doppelklick kann man damit auch noch die Multitasking-Leiste öffnen. Abgesehen von diesen Details verbirgt das iPad nur noch hier oben, also oben links, wenn man es von hier unten aussieht, den 3,5 mm Klinkenanschluss, um daran beispielsweise Kopfhörer anzuschließen. Und hier ist noch das eingebaute Mikrofon. So viel zum iPad. Man sieht ja, da wir es schon ausführlich getestet haben vor einiger Zeit, daran hat sich natürlich nichts getan. Das Design ist ja recht bekannt, dieser große Apple-typische Rahmen und der silberne Rand. Das erinnert sehr an das iPhone 3GS. Mit dem iPhone 4 hat Apple seine Designlinie etwas geändert. Wir sind gespannt, wie das nächste iPad aussieht. Dieses hier kann sich aber auch schon durchaus sehen lassen.